Hallo und herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Gleichungen. Ich habe eine Aufgabe mit Namen Löwenrudel ausgesucht, möchte gern gemeinsam die Angabe lesen. Ein Rudel von Löwen besteht aus Männchen und Weibchen. Die Anzahl der Männchen in diesem Rudel wird mit M bezeichnet, jene der Weibchen mit W. Die beiden nachstehenden Gleichungen enthalten nun Informationen über dieses Rudel. Die erste Gleichung lautet M plus W ist 21, die zweite 4M plus 1 ist W. Die Aufgabenstellung nun, kreuzen Sie die beiden Aussagen an, die auf dieses Rudel zutreffen. Es gibt jetzt sicher viele Möglichkeiten, sich eine Aufgabe wie diese zu überlegen und zu lösen. Ich möchte es so machen, dass ich mir zuerst überlege, was die beiden Gleichungen bedeuten und danach erst den Text unten lese, die Aussage unten lese. Schauen wir mal die erste Gleichung an. M plus W ist 21. Das heißt, die Anzahl der Männchen plus der Anzahl der Weibchen ist 21. Also insgesamt sind quasi 21 Tiere in diesem Rudel. Also es sind insgesamt 21 Männchen und Weibchen, 21 Tiere in diesem Löwenrudel. Die zweite Gleichung ist ein bisschen komplizierter. 4m plus 1 ist W. Also langsam gelesen, 4 mal die Anzahl der Männchen plus 1 ergibt die Anzahl der Weibchen. Das heißt, es sind auf jeden Fall einmal mehr als viermal so viele Weibchen in diesem Rudel, sondern eins mehr als viermal so viele. Einfach Stichwort kurz notieren, es sind mehr als viermal so viele Weibchen wie Männchen in diesem Rudel. Und zwar um eines mehr als viermal so viele. Wenn ich das überlegt habe, sind die Aussagen, die darunter stehen, nicht mehr so schwierig. Schauen wir mal die erste Aussage an. Die erste Aussage lautet, in diesem Rudel sind mehr Männchen als Weibchen. Das ist mal ganz sicher falsch. Die zweite Gleichung besagt ja, dass wesentlich mehr Weibchen in diesem Rudel sind. Die zweite Aussage. Die Anzahl der Weibchen ist mehr als viermal so groß wie die Anzahl der Männchen. Ja, das ist auch die zweite Gleichung, das haben wir uns gerade überlegt. Die Anzahl der Weibchen ist um 1 größer als viermal die Anzahl der Männchen. Das heißt, diese Aussage ist richtig. Die dritte Aussage. Die Anzahl der Männchen ist um 1 kleiner als die Anzahl der Weibchen. Nein, das ist auf jeden Fall falsch. Vierte Aussage. Insgesamt sind mehr als 20 Löwen, Männchen und Weibchen in diesem Rudel. Das ist wieder richtig. Das ist die Aussage der ersten Gleichung. Wir haben festgestellt, es sind 21 Tiere in diesem Rudel. Sind mehr als 20. Nun sind wir eigentlich schon fertig, wir haben zwei korrekte Aussagen gefunden, aber zur Kontrolle möchte ich auch noch die fünfte Aussage kurz lesen. Hier steht, das Vierfache der Anzahl der Männchen ist um 1 größer als die Anzahl der Weibchen. Das haben wir gerade besprochen, das Vierfache der Anzahl der Männchen ist um 1 kleiner als die Anzahl der Weibchen, weil wenn man zum Vierfachen 1 dazu zählt, dann erhält man die Anzahl der Weibchen. Also diese Aussage ist so, wie sie hier gestanden ist, auch falsch. Wir haben zwei korrekte Aussagen gefunden und die Aufgabe damit gelöst.